Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in unserem Hauptstadtstudio, powered by Sekunet auf dem Maschinenbaugipfel 2022. Mein Name ist Stefan Weinzel, ich bin der Chefredakteur Digital der Fachzeitung Produktion. Und bei mir ist Hanno Treiber, er ist der Business Developer bei Speartech. Und ich habe ein paar Fragen an ihn, denn es ist sehr außergewöhnlich, einen Dienstleister im Bereich Ersatzteile auf dem Maschinenbaugipfel zu treffen. Warum seid ihr hier? Ja, wir bei Speartech stehen ja für Datentransparenz über die Ersatzteile entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das heißt, vom Originalhersteller des Teils über den Maschinenbauer bis letztendlich zum Anlagenbetreiber. Mhm. Ja, und in dem Zusammenhang ist natürlich auch der Maschinenbaugipfel ein tolles Forum hier, um uns zu zeigen, ja, und mit den relevanten Playern ins Gespräch zu kommen. Wie sprecht ihr die an? Wie macht ihr? Viele Maschinenbauer sagen ja immer, sie wissen um die Relevanz von Ersatzteilen. Wissen Sie es wirklich? Wie ist da eure Erfahrung? Und wenn Sie es noch nicht so ganz wissen, wie kommt an Sie ran? Ich glaube, die Maschinenbauer wissen sehr gut über die Relevanz von Ersatzteilen. Das ist für die ein wichtiger Teil des Geschäftes. Ja, ich glaube, das Thema, das dahinter hängt, ist für uns ja die Datenqualität dieser Teile. Ja, also wie weiß eigentlich der Betreiber Bescheid darüber, welche Teile er überhaupt hat, wo er die beziehen kann und so weiter und so fort. Ja, und diese Prozesse leiden halt noch sehr unter der schlechten Datenqualität. Mhm. Ja, das heißt, ist vielleicht ein Teil da, das wird irgendwie soll nachbestellt werden, aber dann ist eben der Stammdatensatz nicht korrekt, dann muss es zigfach Nachfragen geben oder Teile werden doppelt beschafft und so weiter und so fort. Ja, und ich glaube, all diese Ineffizienzen in den Prozessen wollen wir letztendlich rauskriegen, dadurch, dass wir eben die Datenqualität erhöhen. Ja, und das ist unser Fokus und wie gesagt, das ist für alle Player relevant. Ja. Ja, die Maschinenbauer beschäftigen dann große Serviceabteilungen damit, die Kundenanfragen lösen müssen, die dann erstmal darüber diskutieren müssen, um welches Teil handelt es sich eigentlich, wo Fehler passieren und so weiter und so fort. Ja, und ich glaube, all die Sachen, die jetzt auch nach vorne auf der Roadmap sind, ja, eben die Instandhaltung zu optimieren, auch auf Basis von Industrie 4.0 Daten, Predictive Maintenance und so weiter und so fort. Das sind alles tolle Modelle. Wir sehen halt, dass sie teilweise darunter leiden, wiederum, dass die zugrunde liegende Qualität der Daten nicht gut genug ist. Ja. Woran liegt es, dass die Qualität nicht gut genug ist? Liegt es am Versäumnis eventuell der Unternehmen selbst? Liegt es an den noch nicht so optimierten Systemen? Was ist es? Ja, also ich glaube, zum einen ist es einfach eine echt große Komplexität. Große Anlagenbetreiber haben hunderttausende Datensätze in ihren Systemen. Ja, und es war halt bisher nicht der Hauptfokus, muss man dazu sagen. Ja, und dann passiert sowas über die lange Zeit eben, ja, ich sag mal dann auch von selber. Ja. Wir finden bei unseren Kunden Ersatzteile, da sagen die Hersteller, die werden seit 30 Jahren nicht mehr produziert, die sind immer noch in den Systemen. Ja, und ja, da hat sich halt einfach bisher niemand drum gekümmert genug, ja, beziehungsweise die Technik war teilweise auch noch nicht da. Ja, wir haben halt wirklich jetzt auch ja, Intelligenz in die Softwareentwicklung dargestellt, ein System zu entwickeln, das mit den Mengen an Daten umgehen kann, ja, und das eben die auch mit einer nötigen Effizienz bereinigen kann. Denn natürlich kann ich das immer machen, wenn ich da jede Menge Manpower reinstecke, ja, aber das ist dann wiederum sehr teuer. Ja, und wir haben letztendlich eine Lösung, die da jetzt helfen kann. Mhm. Welche Potenziale schlummern da noch, wenn man, sag ich mal, in Geldwerten oder in Prozentwerten rechnen möchte bei einem Mittelständler im Maschinenbau? Ja, also schwierig zu sagen, ja, weil es sehr unterschiedlich ist. Ja, und weil oft diese diese Aufwände beim Maschinenbauer gar nicht erfasst werden. Ja? Ich meine, der sagt, das ist toll, ich habe Servicetechniker, ich habe den Innendienst, der ist mit dem Kunden im Kontakt. Ja? Wie viel dieses Kontaktes aber jetzt, ich sage mal wirklich, wertstiftende Beratung, inhaltliche Diskussion ist, versus wie viel dieses Kontaktes ist, der Kunde hat gesagt, ey, ich brauche da irgendwie den Zylinder neu und dann muss ich erstmal eine Viertelstunde miteinander reden, bis ich genau weiß, welcher ist es denn jetzt tatsächlich, ist es jetzt und in welcher Länge und in welcher Ausführung und so weiter. Das ist ja keine wertschätzende, wertstiftende Tätigkeit. Ja. Ja, und ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der sozusagen das so genau erfassen könnte. Ja, wir sind es auf der anderen Seite bei den Anlagenbetreibern. Ja, da können wir es eher messen. Da sehen wir eben durchaus teilweise, dass die
mehrere Prozente an Dubletten letztendlich im Lager haben. Ja, also sieht man schon mal irgendwie 5, 6, 7% an Dubletten im Lager. Und das ist natürlich echtes Geld, was da rumliegt. Ja, klar. Dass die auch eben viele abgekündigte Teile noch im Lager haben, nicht wissen, dass die abgekündigt sind, ja, dann im Notfall eben die Frage ist, wo kriege ich das Teil noch her? Muss ich es vielleicht sehr teuer kaufen? Muss ich ad hoc irgendwie eine Lösung finden, um Retrofit zu machen? Also da steckt echt Geld drin. Jetzt hast du ja gesagt, ihr verbessert vor allem die Datenqualität. Wie macht ihr das? Also wir haben eine Datenbank aufgebaut, die wir den Golden Layer nennen. Da sind inzwischen über 10 Millionen Ersatzteildatensätze drin. Ja, und diese matchen wir mit einem intelligenten Algorithmus eben mit den Daten, die wir von unseren Kunden kriegen. Mhm. Das heißt, wir können dann eindeutig identifizieren, welches Teil das eigentlich ist, ja, und dem Kunden eben die Originaldatensätze vom Hersteller zur Verfügung stellen. Mhm. Ist den Maschinenbauern bewusst, wie schlecht ihre Datenqualität ist? Teilweise sicherlich, ja. Ich weiß nicht, ob es allen bewusst ist. Ich glaube, bei sich selber haben sie die guten Daten. Ja. Die Frage ist ja immer, wie viele davon landen wirklich beim Kunden? Und klar, gerade die großen Maschinenbauer haben teilweise schon tolle Systeme im Einsatz, die die Kunden dann auch einsetzen, um die Daten reinzukriegen. Aber gerade bei den Großkunden, die sagen halt, hey, wir haben Dutzende, teilweise hunderte Lieferanten aus dem Maschinenbau. Ich möchte jetzt nicht für jeden ein einzelnes System einsetzen, um mir dessen Daten sauber ins System zu kriegen. Ja, und wie schlecht dann die Daten wirklich auf der anderen Seite sind. Ja, ich denke, die wissen das schon. Ich glaube, die wissen das. Die wissen das. Alles klar. Super. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke. Dankeschön.